Wenn ich die Ball habe, ne? So, hier. Okay. Ja, musst du hier weggehen. Das lerne ich noch. Das lerne ich. Du lernst das, mein Lieber. Du lernst das. So, jetzt kommt unsere Prediction für Abus Kampf. Guck, meine Prediction für Abus, zweite Runde Submission. Meine Prediction ist Abus, erste Runde Knockout. Auf jeden Fall. Entweder First Round Finish oder Second Round Submission. Erste Runde auf jeden Fall Finish. Also ich weiß nicht, ob K.O., ich gehe von K.O. aus, aber kann auch sein, im Stand Guillotine, diese am Cage. Das kann sein, das kann sein. Ey, wie? Wallah, ich bin geschockt gewesen. Zweite Runde. Was geht ab, Freunde? Euer Altin Zinuni wieder hier. Wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Amsterdam. Mein Kampf steht heute an. Gleich ist schon die Waage. Der Hunger ist groß. Ich freue mich mehr auf das Essen als auf den Kampf, um ehrlich zu sein. Hier, Marc auf meiner rechten Seite. Wir besetzen heute den Main-Event und den Co-Main-Event-Kampf des Abends. Und wir sind ready. Wir haben Bock. Und nicht zu vergessen, Leute, 77% der Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Ich freue mich auf jeden Support von euch. Abonniert den Kanal, liked das Video und Hussa! Also wir nehmen gleich nach der Waage direkt Elektrolyten zu uns, weil wir haben halt Gewicht gemacht und haben Wasser gecuttet. Und beim Wassercutten verliert man halt wichtige Nährstoffe. Und damit man die wieder schnell zunimmt, trinkt man Elektrolyten. Feier ich. Geile Halle. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ist auch kühl, ist auch wichtig. Ne? In den meisten Hallen ist es manchmal richtig schwül und dann stickig, kriegt man keine Luft auch im Kampf. Aber gefällt mir, sieht super aus, top. Schön viel Platz, heute wird hier geballert. Ja, ja. Der erste Teil ist geschafft. Hier ist schon was Schönes essen, einen leckeren Burger. Ich weiß, Burger ist nicht das Beste, aber ich habe einfach Bock. Deshalb lass rein, gesenkt. Ja, aber ich will auch Pommes und so. Der ist schon fast fertig. Sieht gut aus. Boah, übergeil, ja. So Bock auf diesen Burger, Alter. Ein großes Dank an den Laden, dass sie uns die Burger geschenkt haben. Wir haben 86 Euro gezahlt. Was für Danke, Alter. Auf jeden Fall wären wir jetzt monetarisiert, hätten wir ein bisschen Geld von ihnen bekommen. Deswegen abonniert mal den Kanal. Deshalb abonniert. Guckt das Video bis zum Ende durch. Ja. Nachts, wenn ihr schlafen geht, macht einfach das Video an, lasst das durchlaufen auf Dauerschleife. So, der erste Bissen. Amateurfehler, ja. Man isst erst die Pommes, dann den Burger. Man isst Burger mit Pommes zusammen, oder? Keine Ahnung. Oder? Das schmeckt krass. Also kannst du weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ja. Hör mal diese Soße. Auf jeden Fall, wir haben zu Ende gegessen. Ich bin irgendwie richtig müde geworden. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ich denke mal, so in 6 bis 7 Stunden wird der Kampf sein. Ich esse immer so viel vor den Kämpfen. Ja. Ich lade mich auf. Ich denke mal, diese 6-7 Stunden verdaue ich das gut. Geht schön in meine Muskeln rein. Ja, danach langsam aufwärmen. Wie immer halt, ne? Ja, aber. Der erste Sieger für UFD. Wie fühlst du dich, Bruder? Wie war der Kampf für dich? Es war ein bisschen, ich habe jetzt nicht alles im Kopf. Alhamdulillah, wir haben uns den Sieg geholt. Das war der erste von 4 heute. Die restlichen 3 kommen noch. Also erzähl mal, wie ist gerade die Gemütslage? Wir haben gerade einen Powernap gemacht und im ersten Mal bin ich noch ein bisschen müde, aber ich brauche immer so einen Schlag gegen das Gesicht beim Kampf. Wach bist, ne? Ich wach werde, ja. Es geht mir alles zu langsam. Wir haben für 8 Kämpfe 2,5 Stunden gebraucht. Wir sind, glaube ich, gerade momentan beim 13. Kampf. Ja, und es stehen noch 10 Kämpfe bevor. Ich glaube, das zieht sich bis 22 Uhr. Kämpft doch jetzt jemand von unseren Leuten? Ja, der Achmar, Omarov. Aber auch am Abend, ne? Ja. Und danach ich und danach Marc. Krass. Das Co-Main-Event. Heute habe ich die Ehre, mal Main-Event zu sein. Wie wird man denn Main-Event? Ja. Durch Leistung? Ist es wirklich mal durch Leistung, oder? Kampferfahrung, viele Kämpfe man hat. Ja, genau. So, weißt du? Ja. Was für einen Namen man auch in Deutschland hat. Der ist ja Nummer 1 zurzeit. Echt? Nummer 1? Ja. Deiner Gewichtsklasse, ne? Ja.
Weil ich glaube, wenn wir kämpfen, Bruder, werden nur noch unsere Jungs da sein, ne? Ja, ja. Das kann noch dauern, ne? Lieber. Wie viel Uhr haben wir? Wie viel Uhr haben wir gerade? 18 Uhr haben wir schon. Alhamdulillah, 2-0 für UFD und gleich machen wir 4-0 draus. Inshallah. Three rounds of 3 minutes fighting out of the blue corner. Altin Zainouni! Usa! Wie hat sich der Kampf angefühlt? Also, war hart. Erste Runde wurde ich angenockt, aber kam stärker zurück. War ein sehr, sehr harter Kampf. Ich habe auch einen Cut bekommen. Bisschen Kopf gegen Kopf geknallt. Aber ich konnte mir trotzdem den Sieg holen. Dann kam der wieder. Ich bin einfach glücklich. Amsterdam wurde auch übernommen. So, Altin hat auf jeden Fall uns mal wieder gezeigt, dass er ein absolutes Talent in Deutschland ist. Ich bin dir ehrlich, der zunächst ist ja kurz runtergegangen, hat einen guten Schwinger gefressen, aber das hat den gar nicht aus dem Konzept gebracht, ist direkt aufgestanden, hat den fokussiert, weitergekämpft und hat dann die nächsten zwei Runden so oder so komplett dominiert, immer auf den Boden geholt. Eine sehr starke Leistung von Altin auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute, wir haben den Sieg von Amsterdam nach Neuss geholt. Ich bedanke mich, wer bis jetzt zugeschaltet hat und sich das Video angeguckt hat. Ich komme noch stärker zurück. Ich werde härter trainieren. Und Usta, wir sehen uns beim nächsten Kampf. We are ready for the fight.